Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute ein paar Fragen, von denen ich der Meinung bin, dass die besonders schwierig sind. Doch bevor das Video losgeht, noch eine kleine Info an dich. Ich weiß ja, dass sehr viele Probleme haben, sich auf die theoretische Prüfung vorzubereiten. Sie wissen nicht, was sie lernen sollen, wann sie lernen sollen, wie sie lernen sollen. Und deshalb habe ich die letzten Wochen und Monate einen neuen Videokurs entwickelt, in dem alle Fragen, die in der Prüfung drankommen können, erklärt werden und nach Themen sortiert. Das heißt, selbst wenn du schon auf die theoretische Prüfung lernst und du sagst, du hast Probleme nur mit dem Thema Vorfahrt, Technik und Kreisverkehr, dann kannst du natürlich ganz genau in den Themen reingehen und dir die Fragen nochmal ganz genau erklären lassen. 15.05. kommt der Videokurs raus, Fragenpaket wird da heißen, wenn es soweit ist. Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ich habe die Fragen ja alle schon mal durchgemacht und da sind mir ein paar Fragen aufgefallen. Die habe ich immer mit einem gelben Haken markiert, damit ich die später wiederfinde. Und davon möchte ich dir heute ein paar zeigen. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel diese Frage hier. Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden? Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind. Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden. Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge erst spät erkannt werden. Also hier geht es eindeutig um die Sicht. Es ist dunkel, wir haben wenig Licht. Dementsprechend können natürlich Fahrzeuge schlechter gesehen werden. Personen können schlechter gesehen werden. Aber entgegenkommende Fahrzeuge, schauen wir uns mal das Bild nochmal genauer an. Die Fahrzeuge stehen alle in einer Richtung. Das muss eine Einbahnstraße sein. Also, das ist eine Einbahnstraße, von dem her sollte hier kein Gegenverkehr kommen. Also werden wir die Antwort natürlich hier nicht ankreuzen. Passt da ganz genau auf. Frage gibt 4 Fehlerpunkte. Wann tritt bei einem Anhänger mit Auflaufbremse die Bremswirkung ein? Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug. Vor Eintreten der Bremswirkung beim Zugfahrzeug, damit der Zug gestreckt bleibt. Zeitgleich mit der Betätigung des Bremspedals im Zugfahrzeug. So, du darfst ja mit der Klasse B einen Anhänger mitziehen. Das mit der Auflaufbremse musst du dir so vorstellen. Also stell dir vor, du tanzt diese Polonaise. Ja, da hat der Hintermann die Hände auf deinen Schultern und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann wird er so gegangen. Und auf einmal bleibt der Vordermann stehen und du läufst auf ihn drauf. Ja? Er bleibt stehen und du läufst auf ihn drauf und du bremst praktisch erst, nachdem er gebremst hat, nachdem er angehalten hat. Und so funktioniert auch eine Auflaufbremse beim Anhänger. Deswegen ist hier nur Antwort 1 die richtige. Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 Meter beträgt. Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird. So, Achtung, Verwechslungsgefahr. Ich spreche aus eigener Erfahrung aus meiner Lkw-Prüfung. Es gibt die Nebelscheinwerfer, die sind vorne am Auto. Und es gibt die Nebelschlussleuchte, die ist hinten am Auto. Vorne darf ich sie anschalten bei Regen, Nebel oder Schneefall. Und hinten nur bei Nebel. Und zwar darf die Sichtweite nicht mehr als 50 Meter betragen, dann musst du diese Nebelschlussleuchte anschalten. Was du hier auf gar keinen Fall ankreuzen darfst, ist, wenn durch starken Regen die Sicht beeinträchtigt wird. Ja, das wäre dann nur die Nebelscheinwerfer, aber hier ist ja die Rede von der Nebelschlussleuchte. Ja, also nicht verwechseln. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem ABS? Kurven können wesentlich schneller durchfahren werden. Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Richtig, das ABS, das Antiblockiersystem, soll das Blockieren der Räder verhindern. Wann könnte ein Rad blockieren? Wenn du zum Beispiel eine Vollbremsung machst. Also Kind rennt auf die Straße, du gehst voll in die Bremsen rein, Räder blockieren, du merkst, oh Mist, das wird nichts mehr vor dem Kind, versuchst am Kind vorbeizulenken, aber die Reifen blockieren, ja, das heißt, das Auto rutscht einfach geradeaus weiter und du kommst an dem Kind nicht vorbei.
So, und das ABS sorgt dafür, dass die Bremsung möglichst stark ist, aber noch so, dass die Reifen nicht blockieren. Das heißt, es wird das Blockieren der Räder verhindert und selbst bei starken Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten. Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche die Fahrtrichtung ändern möchte? Am eingeschalteten Blinker, am Ausstrecken des Armes des Kutschers, an der ausgestellten Winkerkelle. Ja, wird sehr, sehr häufig falsch beantwortet, die Frage. Also, manche Kutschen oder manche Kutschenfahrer tun dann so den Arm rausstrecken, manche haben so eine Kelle wie bei der Polizei oder so. Und tatsächlich gibt es auch Pferdekutschen, die einen Blinker haben, rechts und links, oder Beleuchtung, Rücklichter und ja, drei Fehlerpunkte. Aufpassen. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen richtig? Ich schalte stets in einen höheren Gang. Ich befahre vorsichtig dieses Gefälle. Ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, ob es hier bergauf oder bergab geht. Tipp von mir, du liest das Verkehrszeichen immer von links nach rechts, also in dem Fall fährt das Auto bergauf und deswegen ist hier, ich befahre vorsichtig dieses Gefälle. Gefälle wäre ja bergab, ja? Also das ist schon mal falsch. Ich schalte stets in einen höheren Gang. Wenn es bergauf geht, schaltest du dann einen höheren Gang? Wie machst du es denn mit dem Fahrrad? Du schaltest eher in einen niedrigeren Gang, damit du dir leichter tust, den Berg hochzukommen. Also, das kannst du auch aufs Auto projizieren. Eins ist auch falsch. So, wir schalten gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang. Das ist es, damit der Motor sich leichter tut und du den Berg auch hochkommst. Sie fahren einen PKW mit vollbeladenem Anhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig? Der Reaktionsweg wird länger, der Bremsweg wird länger, der Anhalteweg wird kürzer. Okay, also der Reaktionsweg ist ja nicht vom Anhänger abhängig, sondern von dir. Wie ausgeschlafen du bist, wie gut du reagieren kannst, ob du was getrunken hast oder nicht, ob du bremsbereit fährst. Also die Zeit vom Erkennen der Situation bis zum Reagieren, das ist die Reaktionszeit und der Reaktionsweg. Und der verlängert sich ja nicht, ob du da jetzt einen Anhänger mit oder ohne Bremse fährst. Ja, hat also absolut nichts damit zu tun. Reaktionsweg liegt an dir. Der Bremsweg wird länger, das ist richtig, denn du hast ja mehr Masse, die du abbremsen musst. Dementsprechend schiebt das Ganze. Dadurch verlängert sich der Brems- und auch der Anhalteweg. Der Anhalteweg setzt sich ja zusammen aus Reaktionsweg und Bremsweg. Ja, Formeln musst du wissen. Und deswegen verlängert sich hier der Bremsweg. Der Anhalteweg wird kürzer, nee, der wird länger. Ja. Bremsweg, Anhalteweg verlängern sich, Reaktionsweg hat damit nichts zu tun. Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? Zu längerem Reaktionsweg, zu Schleuder- und Rutschgefahr, zu veränderten Reifengeräuschen. So, wenn die Fahrbahn schlechter wird, also sagen wir mal, du fährst von Asphalt irgendwie oder es hat geschneit und du fährst auf einmal auf Eis oder auf Wasser oder ja, auf Schotter zum Beispiel, dann hört sich das Ganze natürlich auch anders an. Die Gefahr, dass du ins Schleudern gerätst oder ins Rutschen, ist natürlich auf glatter Fahrbahn höher als auf trockenem Asphalt. Und jetzt nochmal zum Reaktionsweg, kleine Lernzielkontrolle. Reaktionsweg hat ja wieder hier nichts mit der Fahrbahn zu tun, sondern mit dir. So, deswegen 2 und 3 ist hier richtig, 1 ist natürlich falsch. Was erwartet Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination? Eine Arbeitsstelle, die nach etwa 100 Metern endet. Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 Meter Entfernung beginnt. Eine Arbeitsstelle, die eine Länge von etwa 100 Metern hat. Also wenn du dieses Verkehrszeichen hast, okay, heißt Baustelle, das kennen wir schon, aber drunter dieses Zusatzzeichen mit den 100 Metern, das gibt es einmal so und einmal gibt es das mit zwei Pfeilen am Rand. Mit den Pfeilen würde es bedeuten, dass die Baustelle 100 Meter lang ist und ohne Pfeile, so wie hier in der Frage, bedeutet es einfach, dass die Baustelle in 100 Metern beginnt. Das ist der Unterschied, da musst du drauf achten und das ist die einzigst richtige Antwortmöglichkeit hier. Welches Verhalten ist richtig?
Also eine Vorfahrtsfrage gibt 5 Fehlerpunkte. Das sind natürlich immer die sehr, sehr wichtigen Fragen, weil wenn du 2 davon in der Prüfung falsch hast, gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Die Frage ist natürlich, in welche Reihenfolge hier gefahren werden darf. Grundsätzlich ist die Regel ja rechts vor links, wenn keine Verkehrszeichen da sind. Von rechts kommt aber keiner, also haben wir natürlich Vorfahrt. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir Vorfahrt haben. So, jetzt wollen wir aber abbiegen. Und wenn wir abbiegen wollen, dann müssen wir ja Vorrang gewähren. So, und wem müssen wir Vorrang gewähren? Natürlich dem Radfahrer. Wir kreuzen uns mit dem Radfahrer, also müssen wir dem Fahrradfahrer Vorrang gewähren. Das heißt, der Radfahrer fährt zuerst, danach fahren wir und als letztes der LKW, weil der LKW von links kommt. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ja. Wann dürfen Sie auch am Tage Nebelscheinwerfer einschalten? Nebelscheinwerfer, das waren ja die vorne am Fahrzeug. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Regen. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel oder Schneefall. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Eis auf der Windschutzscheibe. Okay, also haben wir schon gesagt, Regen, Nebel oder Schneefall. Mit Eis auf der Windschutzscheibe, da werden dir die Scheinwerfer auch nicht helfen. Da musst du rausgehen und kratzen. Was müssen Sie bei einem PKW mit Wohnanhänger vor Fahrtbeginn prüfen? Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert? Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht? Ob die Mitfahrer im Wohnanhänger die Sicherheitsgurte angelegt haben? Du darfst ja mit der Klasse B einen Anhänger ziehen. Die Sache ist natürlich, dass die Beleuchtungseinrichtungen gecheckt werden müssen, dass du mit deinen Außenspiegel an dem Anhänger vorbeischauen musst. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Anhänger breiter ist als dein Auto, als deine Spiegel, dann müssen zusätzliche Außenspiegel montiert werden, dass du am Anhänger vorbeischauen kannst. Und dass du dich über die Mitfahrer erkundigst, die im Wohnanhänger da ihre Sicherheitsgurte eventuell nicht angelegt haben, das ist natürlich falsch, denn wir wissen ja, wir dürfen in einem Anhänger keine Personen mitführen. Das ist eine Fangfrage. Achtung, aufpassen. Was gilt hier? Hier noch eine meiner Lieblingsfragen. Wir haben hier eine grüne Ampel. Das klingt doch ganz gut. Ich darf ungehindert abbiegen. Ich muss in der Kreuzungsmitte anhalten. Ich muss den Gegenverkehr durchfahren lassen. Also grundsätzlich musst du natürlich den Gegenverkehr durchfahren lassen. Vorrang, aber wir haben hier eine Ampel mit einem Pfeil. Und wenn du eine Ampel mit einem Pfeil hast, dann kannst du ungehindert abbiegen. Wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du sogar, dass die Fußgängerampel rot ist. Also du kannst einfach ungehindert über die Kreuzung fahren. Alle anderen, die sich mit dir kreuzen, haben rot. So, zu guter Letzt schauen wir uns noch ein kleines Video an. Gibt 5 Fehlerpunkte, also ein sehr relevantes Video. Wir fahren auf der Autobahn mit 130. Von rechts kommt einer, der möchte auf die Autobahn drauf. Okay. Ah, okay, der Blaue. Vorsicht! Also, es geht hier um das blaue Fahrzeug, das hier auf dem linken Fahrstreifen fährt, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe, mit dem Rechtsfahrgebot kennst du dich jetzt aus. Wenn nicht, dann schau doch mal unter dem Video in die Beschreibung. Erster Link, da erkläre ich sehr, sehr viel. Und wir dürfen auf gar keinen Fall das Fahrzeug hier rechts überholen, denn dann ist die Prüfung vorbei. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten Fahrstreifen. Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen. Ja, also wie gesagt, rechts überholen außerorts ist total verboten, dürfen wir nicht machen. In dem Fall werden wir die Geschwindigkeit reduzieren, auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben. Rechts rüber fahren wäre auch blöd. Rechts fahren die ganzen LKWs, die fahren ja nur 80. Wir fahren 130. Also einfach hinter dem Blauen bleiben, vielleicht fährt er ja irgendwann auf dem mittleren rüber, dann können wir ihn ja überholen. Aber ansonsten ist das Überholen außerorts nur auf der linken Seite gestattet. So, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie mal unten in die Kommentare rein. Und wenn dir das Video geholfen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere auch kostenlos den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis dann.